In diesem Video ein Rückblick auf einen ganz schlimmen Tag. Eine schnelle Anleitung für Limo ohne Zucker. Teuflischer Salat. Soldaten, die den Rigottigarten besuchen. Anleitungen fürs Gewächshaus. Melone, Tomate, Chili, Paprika. Meine erste Olivenernte. Eine Blüte, die einfach keinen Bock hat. Wirklich traurige Erdbeeren. Dafür fröhlicher Mais. Erbsen hinter Gittern. Kartoffeln ohne Kartoffelkäfer. Vier neue Mitarbeiter im Rigottigarten. Wer es ist, wird noch nicht verraten. Um einen hungrigen Fuchs. Dem Jäger habe ich natürlich nicht Bescheid gesagt. Um allerbesten Dünger für euren Garten. Selbstgemacht. Um Starkzehrerpflanzen, Mittelzehrer und um Schwachzehrer. Und es gibt wieder ein Insektenrätsel. Ich hoffe, ihr macht mit. Und jetzt Film ab. Viel Spaß. Willkommen zum Gartenrundgang im Juni 2023. Und wisst ihr, warum ich so grinse, warum ich mich so unglaublich freue? Weil es endlich mal geregnet hat. Wie sieht's bei euch aus? Kam ein bisschen was runter? Bei uns auch nicht allzu viel, aber doch so viel, dass die Pflanzen ordentlich wachsen und dass die Zisternen wieder ein bisschen mehr Wasservorrat haben. Hopp. Hier kann man schön erkennen, wie stark der Kürbis gewachsen ist, nachdem es geregnet hat. Endlich bildet er seine ersten Ranken aus. Und hier wächst die wilde Karde mit Stacheln. Aua, aber die kommt hier raus. Ihr seht, die wächst überall, verbreitet sich wie Hölle. Aber warum reißt du die raus? Das ist doch eine tolle Pflanze. Klar, hier ist es ein Unkraut, weil es in meinem Beet wächst. Aber wenn es hier so am Rand steht, wie hier, wunderschön, da darf sie wachsen, da darf sie sich entwickeln und auch reproduzieren. Ich habe so viel wilde Karden oder hier die Nachtkerze, auch sehr schön. Aber in meinem Beet, da kommt's raus. Sie hat sich unglaublich verbreitet. Da hat auch die Lage Hackschnitzel hier nichts geholfen. Und auch der Kohl ist schon sehr schön gewachsen. Das hier ist so ein Palmkohl. Wunderbar, wie der kommt. Ja, die Gemüseschutznetze hier, die sind nicht hübsch, aber nützlich. Denn sie helfen hier beim Kohl gegen den Kohlweißling. Sonst hat man später alles voll mit Raupen. Und insgesamt auch, wenn der Hagel kommen sollte. Das schützt meine Pflanzen vor der totalen Zerstörung. Wie so eine Zerstörung aussehen kann, schaut in dieses Video rein. Juni 2019. Ich weiß es noch genau. Schaut mal rein. Der Hagel hat meinen Garten platt gemacht. Das war schrecklich. 10. Juni 2019, da hat es uns erwischt mit einem unglaublichen Hagel. 5 Minuten später war der Spuk vorbei und im Garten war alles tot. Hier Kartoffelpflanzen. So sehen sie aus. Ach, Scheiße. Selbst den Holunder hat es einfach kaputt gehauen. Einfach abgerissen. Und hier liegt er. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder vorkommt. Und jetzt weiter zur Gegenwart. Auch die Kartoffeln hier haben sich sehr über den Regen gefreut, denn sie brauchen viel Feuchtigkeit und sie wachsen jetzt gut. Hier sieht man schon die ersten Blüten. Und wisst ihr, was man gar nicht sieht und worüber ich mich freue? Kartoffelkäfer. Kein einziger in Sicht. Zumindest noch nicht. Das war ja ein Versuch. Nämlich, ich habe letztes Jahr keine Kartoffeln angepflanzt, in der Hoffnung, dass dann der Kartoffelkäfer sich nicht weiter vermehrt und einfach mal abhaut. Und bis jetzt scheint es gelungen zu sein. Ein Jahr ausgesetzt, war auch nicht einfach. Passt aber auf mit Schnecken. Hier sieht man die Schleimspuren der Schnecken. Und die haben diese Pflanze hier schon ganz schön angeknabbert. Und auch mein Knoblauchfeld wächst wunderbar. Den habe ich ja letztes Jahr im Herbst schon gepflanzt. Wer weiß noch, wie viele Pflanzen es waren? Oder macht einfach mal eine Schätzung, ab in die Kommentare damit. Der Knoblauch hier ist bald erntereif, erkennt man, wenn die Blätter anfangen abzusterben. Ja, es dauert noch eine Woche ungefähr. Und hier im Vordergrund, da sieht man die Königskerze. Ah, ich freue mich drauf, wenn die jetzt dann in die Höhe schießt und ihre gelben Blüten bildet. Wunderschön. Und was ich auch immer sehr gerne im Garten stehen lasse, ist diese Pflanze hier. Wenn ich die sehe, bleibt die. Im ersten Jahr bildet sie nur eine Blattrosette. Im zweiten Jahr, wie diese hier, schießt sie in die Höhe und bildet Blüten. Das ist die Stockrose, eine sehr schöne Pflanze, ein Magnet für viele Insekten und eine Augenweide für den Menschen. Und jeder, der in meinen Garten läuft, sagt, Florian, du baust ja Hanf an. Nein, das ist kein Hanf, es sieht ähnlich aus, hat aber mit Hanf überhaupt nichts zu tun. Das ist Herzgespann und es bildet schon die ersten Blüten hier.
Und die ersten Insekten sind auch schon da. Und hier habe ich eine Blüte in meinem Beet. Riecht honigsüß, total gut. Und was ist es? Das ist die Karotte, die ich einfach habe stehen lassen letztes Jahr. Und im Folgejahr schießt sie hoch, bildet Blüten. Ah, richtig schön. Hier habe ich vor einigen Jahren einfach mal eine Zitronenmelisse hingepflanzt. Und jetzt schaut mal, wie schön die sich entwickelt hat. Kommt jedes Jahr wieder. Und wenn man die Blätter nimmt, sie ein bisschen reibt. Ah, das riecht so schön zitronig für den Tee. Oder ihr aromatisiert einfach ein Wasser damit. Wenn ihr Wasser trinkt, anstatt Limo, einfach ein bisschen Zitronenmelisse ins Wasser schmeißen. Bisschen stehen lassen. Ah, und da gibt einen herrlichen Duft. In jedem Kräutergarten sollte auch eine Zitronenmelisse stehen. Und wenn es ein paar Minuten durchgezogen hat, ach, herrlich zitronig. Probiert's aus. Und es funktioniert hier mit der Minze natürlich auch perfekt. Hier im Hochbeet, da habe ich das Teufelsohr. Ein Romana-Salat, wunderschön und wächst wie Hölle. Ja, das passt. Ich pflück immer hier so die äußeren Blätter weg. Teufelsohr, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wo der Name herkommt. Morgens pflück ich die, pack sie dann in ein feuchtes Tuch, leg sie in den Kühlschrank und wenn wir dann mittags oder abends einen Salat haben wollen, essen wir davon. Wunderbar. Ja, und während des Filmens, es ist ein bisschen anstrengend, muss ich immer wieder unterbrechen, weil solche Monster hier am Himmel auftauchen. Die winken einmal runter über dem Rigottigarten, machen hier eine Runde und hauen wieder ab. So, wieder Ruhe. Auch im Gewächshaus geht es so langsam los. Hier mit meiner Honigmelone, Petit Gris de Rennes. Da schaue ich, dass ich die regelmäßig hochbinde. So, irgendwann klettert sie dann von selber hoch. Im Gewächshaus, da habe ich drei Basilikumsorten. Einmal African Green, African Blue und einmal Zypernbasilikum. Der mag nicht so richtig wachsen. An Chilis habe ich hier einmal Cherry Bomb und man sieht sie hier schon schön, die kleinen Kirschbomben. Einmal Glockenchili, da hängt noch nichts dran, auch noch keine Blüte. Doch, hier kommen sie schon, ganz klein noch. Und hier habe ich ungarische Schafe, bin ich schon sehr gespannt drauf. Chili Criolla Sella, schon in der Blüte. Und Blumenchili, schon mit Früchten. Die Tomaten, die machen sich hervorragend, obwohl ich sie so gut wie nie gegossen habe. Ab und zu mal ein bisschen von der Gießkanne, als es so wahnsinnig trocken war. Aber ansonsten kriegen sie nichts. Die einzelnen Sorten, die stelle ich noch separat vor, sobald die ersten Früchte zu sehen sind. Hier zum Beispiel Rigottis Ochsenherztomaten von meinen Verwandten in Italien. Die kommen doch richtig prächtig. Und was ist hier? Da hat sich wohl eine Wühlmaus ins Gewächshaus gejagt. Ich habe die Probe gemacht, einen Gang aufgegraben. Nach einer Stunde war es verwühlt, also war ich mir sicher, dass es eine Wühlmaus war. Dann habe ich die Falle aufgestellt, aber keine Wühlmaus geht rein. Ich schätze, sie ist wieder raus, denn hier gibt es kein Wurzelgemüse zu essen, obwohl sie auch an Tomaten und Chili geht. Also seid vorsichtig, wenn ihr eine Wühlmaus da haben solltet. Jetzt aber schnell wieder raus aus dem Gewächshaus, denn da ist richtig heiß. Und was machen eigentlich die Obstbäume? Da gibt es ganz unterschiedliche Nachrichten. Hier habe ich ja zum Beispiel die Indianerbanane. Die wächst und gedeiht. Ja, da wird es noch einige Jahre dauern, bis ich die ersten Früchte habe. Aber sobald was dran zu sehen ist, werde ich berichten. Der Busch hinter mir hier, der hat richtig gelitten unter der Trockenheit, unter der Hitze. Das ist ein ganz normaler Holunder. Wunderbare Blüten hat er gebracht, richtig viele. Und die sind so nach und nach vertrocknet. Die wirft er natürlich ab, denn er sagt, mit der Trockenheit kann ich die gar nicht ernähren. Nachher die Beeren, ist so ein Selbstschutz. Aber ein paar sind doch übrig geblieben. Alles vertrocknete Blüten.
Und fangen wir doch mal mit einer positiven Nachricht an, mit meiner Mirabelle hier hinter mir. Die sind zwar alle noch grün, wie Oliven, der Baum hängt voll dieses Jahr. Das wundert mich fast ein bisschen, denn die Mirabelle blüht ja recht früh im Jahr und da war es einfach kalt und nass. Wo waren die Bestäuber? Aber anscheinend hat es gut funktioniert. Quittensaft, Quittengelee, Quittenbrot, darauf werde ich dieses Jahr wohl verzichten müssen, denn ich sehe so gut wie keine Frucht. Bislang hat er immer super getragen, der Baum, und jetzt ist er so gut wie leer. Hier sieht man mal eine. Da hinten ist eine, da oben. Ja, wenn es dann 10, 15 Früchte werden, ist es viel. Die letzten Jahre hingen da ja so 50, 70 Kilo dran jedes Jahr. Ja, jetzt macht er mal eine Pause, ist auch okay. Auch beim Apfelbaum ist nicht allzu viel los. Da sieht man hier und da einen Apfel, ganz ähnlich wie bei der Quitte. Das ist eine frühe Sorte, ein Klarapfel. Bei späteren Sorten wie ihm hier, Sorte ist leider unbekannt, sieht es besser aus. Da hängen schon ein paar Früchte dran. Hier an der Mauer, da wächst meine Gellerts Butterbirne. Und hier habe ich auch so ein paar Früchte. Ergebnis wird nicht toll sein, aber ein bisschen was hängt dran. Alles gut. Und auch bei dem Birnenbaum hier hinter mir, köstliche von Charneux, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich sehe hier überall Früchte. Ich bin ja eh ein Birnenfan. Ich mag Birnen sehr, sehr gern. Bei der doppelten Philipsbirne hier hinter mir, da ist eher mau, da sehe ich zwei, drei Früchte. Aber immerhin, ich freue mich über jede einzelne. Und der Apfelbaum hier hinter mir, ebenfalls an der Gartenmauer, wächst und wächst und gedeiht. Und ich glaube, ich habe keinen einzigen Obstbaum, der sich so gut entwickelt wie dieser hier. Ich hoffe, ich kann dieses Jahr das erste Mal Früchte probieren. Hier sieht man welche. Denn bislang gab es noch nichts. Meine ausgesäten Blumen hier am großen Gewächshaus, da ist noch nichts zu sehen, bis auf eine wunderschöne Malve, die von letztem Jahr aufgegangen ist. Aber die Blumen, ja, die brauchen einfach noch. Schuld war jetzt einfach die Trockenheit und ich war mit der Aussaat auch ein bisschen arg spät dran. Macht aber nichts, die kommen noch. Und auch der Pflaumenbaum Königin Victoria entwickelt sich hier prächtig, allerdings mit Früchten auch sehr wenig. Ich sehe hier und da mal eine. Hier zum Beispiel hängen zwei. Aber man muss wirklich suchen. Dafür sieht es hier oben bei meinem Maulbeerbaum ganz gut aus. Der hat zwar jetzt einige Früchte hier schwarz gemacht und wirft sie ab. Die hängen nur noch ganz leicht dran. Aber er behält auch einige. Und die werden hoffentlich reif. Hier stehe ich vor der rankenden Mini-Kiwi und es ist ein Trauerspiel, jedes Jahr das gleiche. Es hat wunderschöne Blüten gegeben, die zeige ich euch hier mal. Vielleicht könnt ihr erkennen, ob das eine weibliche oder eine männliche Blüte ist. Ein paar Tage später sieht es so aus hier, die Blüten sind vertrocknet, fallen ab, ohne dass sich Früchte bilden. Mir fehlt also die Bestäuberpflanze, obwohl es zwei Pflanzen sind, einmal weiblich, einmal männlich. Und wunderbar sieht es wieder beim Wein aus, der kommt in Fülle. Es hängen jede Menge Trauben dran. Dem Wein, dem macht so Trockenheit nicht so viel aus, denn er wurzelt richtig tief runter, holt sich die Feuchtigkeit und die Mineralstoffe von unten rauf und kann solche Trockenperioden gut überstehen. Jede Menge Trauben wird es geben, ich freue mich schon drauf. Und die wachsen einem dann hier wieder regelrecht in den Mund rein. Sorte Lakemont. Die Erdbeeren hier hinter mir, da haben wir zwar schon schön geerntet, haben super geschmeckt, aber schaut euch das traurige Bild an hier. Ha, die haben unter der Trockenheit und unter der Hitze richtig gelitten. Auch hier habe ich zwar immer wieder eine Gießkanne Wasser hingeschmissen, aber hat nicht gereicht. Und an meinem viel zu großen Bohnengerüst, aber ihr werdet sehen, die Bohnen werden bis oben hin wachsen. Da tut sich auch schon was. Die Bohnen, die klettern. Neben den Bohnen, da kommt der Mais schon ganz schön. Die Erbsen hinter Gittern. Buschbohnen. Und nochmal Kartoffeln. Auch hier alles ohne Kartoffelkäfer. Ich freue mich. Und warum habe ich meine Glucke mit den zwei Küken nicht in den mobilen Hühnerstall hier gesetzt? Ja, weil der besetzt war. Schauen wir mal rein. Da schau mal her. Oh, fein. Frisches Wasser.
kleine Werbeunterbrechung. Danke, dass ihr die anschaut. Wusstet ihr eigentlich, dass ich YouTube hauptberuflich mache? Ich lebe nur von der Werbung, die hier ab und zu eingeblendet wird. Ich habe keinen Shop im Hintergrund, ich verkaufe euch also nichts. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut einfach die Werbung an. Ich weiß, Werbung tut weh, Werbung nervt, aber vielleicht könnt ihr einen Kaffee holen zwischendrin oder aufs Klo gehen und die Werbung einfach durchlaufen lassen. Ich habe aber Verständnis für jeden, der die Werbung abbricht und weiterschaut. Alles okay. Trotzdem vielen Dank an alle Unterstützer und jetzt weiter im Film. Hey ihr. Quack, 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 ihr kommt halt her. Oh ja, fein, traust du dich? Die Weiße ist immer zuerst dran. Ja, das sind Laufenten. Und warum habe ich die Laufenten? Ja, ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, um gegen die Nacktschnecke anzugehen. Sonst ist es kaum eine Chance. Absammeln, Schneckenkorn, es ist alles nur temporär und Schneckenkorn ist sowieso nicht gut. Das killt auch die anderen, die guten Schnecken, die Weinbergschnecke zum Beispiel. Dann gibt es ja noch den Igel oder die Kröte, den Tigerschnegel. Und Igel und Kröte, die fressen nicht wirklich viele Nacktschnecken, ab und zu vielleicht mal. Und der Tigerschnegel, das ist wohl ein Märchen, dass der andere Nacktschnecken frisst oder gar die Gelege der Nacktschnecken. Wenn ihr dagegen einen Beweis habt, schickt mir ein Video, wo ihr das seht, wie ein Tigerschnegel über eine Nacktschnecke herfällt und die auch vertilgt. Ich glaube nicht dran. Noch sind die Enten hier im mobilen Hühnerstall mit doppeltem Schutz gegen den Fuchs, dass er sich hier auf keinen Fall eingraben kann. Dazu habe ich hier diese Gabionengitter und ich hoffe mal, dass hier nichts passiert. Gell? Passt auf euch auf, ihr Kleinen. Denn der Fuchs, der kommt noch in den Garten, sogar tagsüber. Schaut euch diese Bilder an. Ja, man muss einfach unglaublich aufpassen. Die Bilder sind außerdem mit so einer Überwachungskamera hier angefertigt. Verlinke ich euch unterm Video. Zusätzlich habe ich noch so eine hier. Die ist mit WLAN und mit Solar ausgestattet, aber stelle ich alles noch separat vor. Und in Zukunft sollen die Enten hier in diesem Teich leben können. Dazu muss ich das hier alles so ein bisschen abtrennen. Da hinten Richtung Straße, da habe ich schon was gemacht. Aber auch dazu wird es einen separaten Film geben. Hier kann man gut erkennen, wo die Hühner nachts sitzen und runterkoten. Und das werde ich jetzt ernten. Diese getrocknete Hühnerkacke hier, die ernte ich immer relativ regelmäßig und packe es dann hier in diesen Zuber rein. Hier kann man schon sehen, wie es verjaucht. Und wie sich hier ein wunderbarer Dünger bildet. Das packe ich dann in meine Gießkanne, aber nicht pur. Hier habe ich fast voll mit Wasser und hier kommt jetzt ein Schluck von der Jauche drauf. Und damit gieße ich meine Starkzehrer, also zum Beispiel hier die Zucchini. Die Kartoffeln. Erstmal ordentlich umrühren und dann ab in die Gießkanne. Und auch hier denkt dran, immer was reinzulegen, wenn hier irgendein Tier reinfällt, dass es sich befreien kann. Hopp! Kohl. Und Kürbis. Passt mal auf, dass ihr den Griff nicht erwischt, damit ihr die Kacke nicht anfassen müsst.
Und auch der Mais und die Sonnenblumen mögen was. Und wenn der Vorrat hier so langsam zur Neige geht, dann kommen meine geernteten Düngeplatten hier mit rein. Und obendrauf dann wieder frisches Wasser. Diese Platten hier, die lösen sich jetzt mit der Zeit auf. Das dauert ein paar Tage. Immer mal wieder umrühren. Und dann habt ihr wieder einen wunderbaren Dünger. Der stinkt wie direkt aus der Hölle. Aber dafür ist er ganz organisch und wirkt Wunder. Und dann gibt es hier noch meine Pflanzenjauche hier. Hier die Beinwelljauche. Und die verwende ich tatsächlich unverdünnt. Das kriegen jetzt meine Mittelzehrer, wie hier der Fenchel. Aber auch die Starkzehrer, wie der Sellerie. Oder hier die Gurken. Und wenn man genau hinschaut, kann man schon die ersten Gürkchen entdecken. Die werden geerntet, ich mag die so klein. Ah, stopp! Du musst doch deine Pflanzenjauche im Verhältnis 1 zu 10 verdünnen. Nein, muss man nicht, denn keiner weiß so genau, wie viel Nährstoffe hier überhaupt drin sind. Überdüngen kann man gar nicht und jeder macht dieses Verhältnis hier auch anders. Wie viel Pflanzenmaterial packt ihr in wie viel Wasser rein? Bei mir passt es so wunderbar. Ich packe hier einiges an Pflanzen damit rein, mache dieses 200 Liter Fass voll und dann verwende ich es. Immer pur, funktioniert wunderbar. Und was ist mit den Schwachzehrern, Knoblauch, Radieschen, Erbsen oder Bohnen zum Beispiel? Die bekommen von mir tatsächlich keinen Dünger, nur Wasser, naja, höchstens mit einem ganz kleinen Schuss Pflanzenjauche. Und wer in so eine stinkende Brühe sehr gerne seine Eier ablegt, ist das hier, die Mistbiene. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hier diesen Rattenschwanzwurm. Das ist dann die Larve der Mistbiene. Und was sich hier überall so zu Tausenden bewegt, das sind die Larven der Stechmücke. Denn genau in solchen stinkenden Tümpeln, da kommen die hoch, da haben die keine Fressfeinde. Während in so einem Teich hier, das ja ein wunderbares Biotop darstellt, da habe ich noch nie eine Mückenlarve gesehen. Warum nicht? Weil hier viele Fressfeinde drin sind. Da sind die Larven der Libellen drin, Gelbrandkäfer oder Molche fressen die ja alles weg. Und wenn der Teich groß und lebendig ist, dann hast du keine Probleme mit Mücken. Immer wieder werde ich mal darauf angesprochen, dass so ein Teich eine Brutstätte für Mückenlarven ist. Nein, ist es überhaupt nicht. Außerdem, diese kleinen grauen Schiffchen hier, das sind die Eier der Stechmücke. Aus denen werden dann wieder diese Larven, die hier rumzucken, und aus denen schlüpfen dann irgendwann die Stechmücken. Aua, Mistvieh. Und dann habe ich ja noch eine Umfrage gestartet. Welches ist euer Lieblingsinsekt? 19% von euch haben für die Hummel gestimmt, 16% für die Wildbienen. Die Hummel gehört zwar auch zu den Wildbienen, aber die habe ich hier jetzt separat erfasst. 11% für die Honigbiene, auch wenn die Honigbiene ein domestiziertes Tier ist, das so in der Natur gar nicht mehr vorkommt. 10% für den Marienkäfer, 8% Glühwürmchen, 8% so allgemein Käfer, 7% für die Libelle, die mag ich auch sehr gern, Schmetterlinge auch 7% und der Rest 14% waren so Ameise, Hornisse, Mücken und so weiter. Die Umfragen, die finden ja hier auf YouTube statt, aber die mache ich dann auch ganz gerne auf Facebook oder Instagram. Folgt mir da einfach, dann könnt ihr da auch mit abstimmen, dass ich diese richtigen Prozentwerte rauskriege. Bei der Umfrage haben außerdem 2127 Leute ihre Stimme abgegeben. Vielen Dank dafür. Und es gibt wieder ein Rätsel. Diesmal geht es um Insekten. Hier die Nummer 1. Dieses Insekt hier tut sehr gefährlich. Ich bin gelb, ich habe schwarze Streifen. Vorsicht, ich könnte stechen. Tut's aber nicht, es ist völlig ungefährlich. Hier vorne sieht man so einen staubsaugerartigen Saugrüssel. Damit sucht's nach Mineralstoffen oder Wasser oder nimmt in Blüten gerne den Nektar auf. Und außerdem ist sie ein großer Nützling im Garten. Wenn ihr sie seht, freut euch, denn sie hilft euch, Mengen an Blattläuse zu vertilgen. Ich bin die Nummer 1 und heiße wie? Ich bin die Nummer 2. Ich bin wunderschön rot mit schwarzen Punkten und habe nichts mit dem Marienkäfer gemein. Nein, meine Larven entwickeln sich im Ameisenhaufen. Wer bin ich? Ich bin ziemlich lichtscheu, deswegen verstecke ich mich hier unterm Blatt. Am liebsten bin ich nachts aktiv, bin aber ein Nützling im Garten, kann aber auch ein Schädling sein.
Ich bin die Nummer 3. Wer bin ich? Ja, und ich bin eines der beliebtesten Insekten in eurem Garten. Zumindest, wenn ich als Käfer rumfliege oder krabble. Hier bin ich noch eine Larve und sehr, sehr nützlich, denn meine Leibspeise sind Blattläuse. Ich bin Insekt Nummer 4. Wer bin ich? Ich bin Insekt Nummer 5. Mich zu bestimmen ist nicht einfach, aber vielleicht nutzt ihr einfach mal so eine Online-Bestimmungsseite für Insekten, zum Beispiel naturspaziergang.de. Ich, die Nummer 6, bin ein reines Nutztier. Ich gelte zwar als einer der wichtigsten Bestäuber, aber meine wilden Kolleginnen, die machen mindestens so einen guten Job wie ich, wenn nicht noch besser. Ja, und wir zwei beiden hier, wir sind die Nummer 7 und wir lieben den Kohl. Ja, wir machen uns einen Smoothie aus Kohlpflanzen. Naja, wir stechen den Kohl an und saugen den Saft raus. Schmeckt sehr lecker. Wer sind wir? Und ich bin die Nummer 8. Und bitte schreibt nicht einfach nur Schmetterling, denn ich bin ja eine ganz bestimmte Art von Schmetterling. Also, wie ist mein richtiger Name? Und ich bin ganz klar eine Hummel und die Nummer 9. Aber ich zeige euch jetzt mal meinen Rücken, damit ihr vielleicht erkennen könnt, welche Art von Hummel ich bin. Eigentlich kann ich gar nicht fliegen. Und jetzt schreibt in die Kommentare mit dem Hashtag Insektenrätsel die Tiere 1 bis 9. Ich bin sehr auf eure Antworten gespannt. Auflösung dann im nächsten Video. Michael, danke für eine Sisalschnur. Kann ich für meine Tomaten und Paprika und so weiter zum Hochbinden super gebrauchen. Benjamin, auch an dich nochmal vielen Dank. Und fangen wir doch mal mit einer positiven Nachricht an. Meine Biramelle. Ja, und ist schön. Biramelle.